Hallo, hier ist Martin Baron vom christlichen Dienst Gotteshaus. In der jetzigen Phase sind sehr viele Leute verunsichert. Logischerweise, verständlicherweise. Und man fragt sich, welchen Informationen kann man noch trauen? Welchen Quellen kann man noch trauen? Und immer mehr Menschen bezweifeln das, was so offiziell einfach mitgeteilt wird. Und gleichzeitig ist es so, es gibt so viele Fake News, es gibt so viele Sachen, wo man nicht weiß, stimmt das nicht? Was ist für uns als Christen wirklich das, worauf wir uns verlassen können? Nun, die Bibel sagt, verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Das ist eine wichtige biblische Grundwahrheit. Und deshalb sind wir aufgefordert, uns auf Gott zu verlassen. Und deshalb ist es nach meiner persönlichen Meinung in solchen Phasen, wie wir uns jetzt befinden, entscheidend wichtig, Worte vom Herrn zu bekommen, Informationen vom Herrn zu bekommen. Was sagt er zu dieser Situation? Was sagt das Wort Gottes zu dieser Situation? Weißt du, überall lauern Informationen, die nach einem greifen wollen, die einem Angst machen wollen, die einen bedrängen wollen. Und es ist so schwierig, da den richtigen Weg zu haben. Aber mit dem Wort Gottes sind wir in der Lage, wirklich gerade unseren Weg gehen zu können. Ich bin jemand, der häufig prophetische Impulse vom Herrn bekommt, Dinge sieht, Dinge hört. Und manchmal ist es so, wenn ich mit dem Herrn beispielsweise unterwegs bin, dass er mir Dinge regelrecht diktiert. Prophetische Eindrücke, prophetische Worte, die ich dann anschließend aufschreibe und prüfe im Gebet. Und oft bin ich verblüfft über die Präzision. Manchmal sind es auch gar nicht Worte, die sich so in meinem Sprachschatz befinden. Es ist ganz interessant. Und über die Jahre habe ich schon verschiedene solche Worte weitergegeben und auch in Büchern schon publiziert, wo es darum geht, was sagt Gott? Was sagt Gott zu Deutschland? Was sagt Gott zu Europa? Was sagt Gott zu den Jahren, die vor uns liegen? Was kommen wird? Und am 26. April geschah es, dass ich mit dem Herrn einfach einen Spaziergang gemacht habe. Und ich hatte eine gute Zeit. Ich sag mal, wir haben uns unterhalten. Und dann merkte ich nach einiger Zeit, wo es um verschiedene Informationen ging, Impulse ging, wie wir zu beten haben, was einfach an Anliegen dran ist, wo wir einzustehen haben für verschiedene Situationen, wie das, sagen wir mal, sich immer mehr verdichtete. Und dann kam ein relativ starker prophetischer Impuls, der mich tatsächlich stark bewegt hat. Und den möchte ich dir heute weitergeben. Vorab möchte ich aber auf etwas hinweisen, was vor einigen, ja, wenigen Monaten, vor einigen Wochen gewesen ist. Es gab ein kleines Treffen von geistlichen Leitern und während wir da zusammen waren, kam auch ein Wort des Herrn zu mir und dieses Wort war: Die ganze Welt wird sehen, wie Deutschland vor Jesus Christus die Knie beugt. Die ganze Welt wird sehen, wie Deutschland, also als Nation, vor Jesus, dem Herrn der Herren, die Knie beugt. Weißt du, die ganze Welt hat gesehen durch den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust und viele, viele Dinge, die in Deutschland passiert sind, wie die Nation Deutschland die Knie vor dem Feind gebeugt hat, vor dem Teufel gebeugt hat. Ja, wie es Dinge zugelassen hat, die unvorstellbare Gräueltaten waren. Und jetzt sagt der Herr, es kommt die Zeit, wo die Welt sehen wird, wie Deutschland die Knie vor Jesus beugt. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gewaltig finde. Und ich sage das deshalb, weil der Herr diese Aussage in dem prophetischen Wort aufgreift. Dass jedes Knie sich beugt und dass jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, das finden wir verschiedentlich in der Bibel. Und so heißt es beispielsweise in der wohl bekanntesten Stelle in Römer 14, Vers 11. So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Während ich also mit dem Herrn da unterwegs war, sagte er beispielsweise Dinge wie: Du wirst sehen, dass das, was momentan über den Globus geht, ein kompletter Reset ist. Es ist ein Shift, für den ihr gebetet habt. Es ist die Veränderung, für die ihr gebetet habt. Sie fühlt sich anders an, sie ist vom Feind gesteuert, sie sieht anders aus, als ihr erhofft oder erbetet habt.
Und das ist wirklich wahr. Wir haben natürlich für einen gewaltigen Aufbruch gebetet, schon seit Jahren. Wir beten für ein Aufstehen des Leibes Christi in Deutschland. Wir beten dafür, dass die verheißenen Wellen von Erweckung und von Veränderung über unser Land kommen. Aber das, was jetzt passiert, ist definitiv anders, als wir erwartet haben. Der Herr sagt weiter, damit Millionen von Menschen gerettet werden können, werde ich sie von den Bindungen befreien, in denen sie gefangen waren. Und auch wenn das, was momentan über den Globus geht, vom Bösen initiiert ist, ist es doch etwas, das ich brauchen werde, um mein Reich zu bauen, meine Absichten durchzuführen. Etwas später sagte er, ich werde ein gigantisches Fragen, einen gigantischen Hunger unter die Menschen senden. So, das war alles noch in der Phase, wo ich mit dem Herrn vorher gesprochen hatte. Und aus dem heraus entwickelte sich dann dieser sehr starke prophetische Impuls. Nun, es liegt an dir, diese Impulse zu prüfen und zu sagen, okay, da ist etwas drin, das nehme ich für mich, das Gute behaltet, oder aber ich verstehe das noch nicht, ich lege das erstmal nochmal zur Seite, oder aber zu sagen, nein, das ist jetzt für mich nicht relevant. Aber es ist gut, sich an die biblischen Vorgaben hinsichtlich Prophetie zu halten und sich daran zu orientieren. So, ich werde jetzt diesen Impuls komplett vorlesen. Meine Propheten waren oft unscheinbare Männer und Frauen. Es waren Leute, die die Welt normalerweise übersehen hätte, die ich aber berufen und eingesetzt habe, und sie standen auf und verkündeten mein Wort, und das möchte ich, dass du es auch tust. Ich möchte, dass du folgendes Wort an mein Volk in Deutschland weitergibst. Das hatte der Herr zu mir gesagt, und dann kam folgendes Wort. Hört, ihr Söhne und Töchter Gottes in Deutschland. Hört, was derjenige, der auf dem Thron sitzt, euch zu sagen hat. Und achtet dieses Wort nicht gering. Auch wenn ihr meint, dass ihr euch darüber erheben könnt, weil es nach eurem jetzigen Erkenntnisstand unrealistisch klingt oder überzogen oder euch an Wunschdenken erinnert. So seid euch gewiss, dass ich, der Herr der Herren und der König der Könige, das tun will und das tun werde, was ich verheißen habe. Meine Propheten haben euch verkündet, dass es große Veränderung geben wird. Dass es eine gewaltige, dramatische, nicht aufzuhaltende Welle von Veränderung geben wird, die über Europa hereinbricht. Sie wurde als Welle der Erweckung, als Ausgießung des Heiligen Geistes, als voranmarschierende Engelsarmeen, als Invasion des Himmels, als Zusammenbrechen der Wolke der Finsternis über der Nation und über Europa bezeichnet. Propheten haben es als Tsunami gesehen, als einen Staudamm, der zusammenbricht, als den aufgehenden hellen Morgen. Sie haben es gesehen im Voranmarschieren von gewaltigen Engelsheeren in der geistlichen Dimension. So höre mein Volk in Deutschland und in den umgebenden Nationen. Die Erschütterung, die gerade begonnen hat, wird weitergehen. Ich, Gott der Herr, habe gesagt, dass alle Dinge, die nicht auf dem festen Fundament stehen, erschüttert werden. Gemeinden werden erschüttert werden. Dienste werden erschüttert werden, Städte werden erschüttert werden, Firmen werden erschüttert werden, gesellschaftliche Systeme aller Art werden erschüttert werden, das politische System wird erschüttert werden. Es werden Wellen und Wellen von Erschütterung über diese Nation gehen und über den ganzen Kontinent. Sehr vieles, was momentan stolz dasteht und die Stimme erhebt, wird komplett fallen. Menschen, die jetzt groß dastehen und meinen, sie können dem ganzen Volk sagen, was zu tun und zu lassen ist, werden plötzlich weggenommen werden. Es werden Wellen von Offenbarung, von Entdeckung, von Licht über die gesellschaftlichen Systeme gehen. Dinge, die heute gut versteckt sind, dass kein Mensch sie finden kann, werden im Öffentlichen verhandelt werden. Es werden Veränderungen kommen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Die Medien werden ein Werkzeug in meiner Hand sein. Festgefügte Systeme, die momentan unveränderlich scheinen, stolz und wie ein Bollwerk, wie eine Festung, werden urplötzlich weggenommen sein
Und das, was heute noch unmöglich zu sein scheint, wird morgen möglich. Die Medien werden gegenseitig Dinge ans Licht bringen. Ich werde Menschen berufen, die Wahrheit verkündigen. In den Medien, in der Politik, in der Wirtschaft und in jedem Bereich, den es in diesem Land gibt. Ich werde die Agenten des Feindes urplötzlich wegnehmen und Menschen in ihre Position bringen, die ich schon lange vorbereitet habe und die von mir positioniert wurden für die kommende Zeit. Auch wenn das, was momentan läuft, vom Feind initiiert ist. Ich werde es gebrauchen. Ich werde es verwenden. Und diese Nation und ganz Europa wird eine Phase erleben, wie sie kein Zukunftsforscher jemals sich hätte ausdenken können. Es ist die Phase, die Propheten vorhergesagt haben. Es ist eine Phase, wo ich meinen Geist ausgießen werde. Es ist eine Phase, wo Dinge, die über viele Jahre und Jahrzehnte unmöglich waren, urplötzlich geschehen. Zeichen, Heilung, Wunder, gewaltige Krafttaten. Es ist eine Zeit, wo man in jedem gesellschaftlichen Bereich Hochachtung und Ehrfurcht vor dem hat, was ich tun werde. Es ist eine Zeit, wo in jeder Straße, jedem Wohnblock, jedem Dorf das Wirken Gottes das Hauptthema sein wird. Meinst du, das ist zu viel für mich? Meinst du, das ist unrealistisch? Ich habe euch durch meinen Diener Martin sagen lassen, die ganze Welt wird sehen, wie Deutschland das Knie vor Jesus Christus beugt. Es sieht unmöglich aus. Eure Lebensumstände in den nächsten Monaten sehen auch unmöglich aus. Niemand hätte sie noch vor einem halben Jahr euch vorhersagen können. Außer Propheten, die verlacht worden sind und über die man die Nase gerümpft hat. Sie sagten Veränderung voraus, wo keine Veränderung zu sehen war. Sie sagten geistliche Erschütterung voraus, wo es nach keinerlei Erschütterung aussah. Doch selbst manche Menschen in dieser Welt waren sensibler für die Veränderungen, die kommen, als große Teile meines Volkes. Hört zu, ihr Söhne und Töchter Gottes. Euer Leben wird sich verändern. Entweder werdet ihr euch in die Armee Gottes einreihen und mit den Absichten Gottes laufen, wozu ich euch alle einlade. Oder ihr werdet weitermachen wollen wie bisher und ich werde euch schützen, wie ich die alten Weinschläuche schütze vor dem neuen Wein. Versteht das richtig? Die alten Weinschläuche sind nicht böse oder falsch. Sie sind einfach nur alt im Geist. Wenn ich das, was ich Neues tun will, in sie hineingießen würde, würde das neue Wirken in diesen alten Weinschläuchen kaputt gehen und die Weinschläuche auch. Deshalb werde ich es nicht tun. Ich werde neue Weinschläuche für das Neue gebrauchen, das ich umsetzen will. Aber du, der du dieses Wort liest oder hörst, musst für dich ganz persönlich entscheiden, wo willst du stehen? Willst du Teil einer ungeahnten Bewegung Gottes in den kommenden Jahren in Europa sein? Wenn ja, wenn du mir dein Leben neu gibst, wenn du dich anschließt, wenn du dich hingibst dem, was ich tun werde, wird sich dein Leben dramatisch verändern. Es wird herausfordernd sein, es wird manchmal bedrohlich sein, aber es wird voller Herrlichkeit sein, wie zur Zeit der Urgemeinde. Es kommt der Zeitpunkt, da wird in Veranstaltungen jede Person befreit, jede Person geheilt, die anwesend ist. Es kommen Veranstaltungen, da wird jede Person, die anwesend ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Es kommen Veranstaltungen, die ich durch meinen Geist komplett übernehmen werde und die ausschließlich unter der Leitung Gottes stehen. Meiner Leitung, meiner Führung. Es kommen Veranstaltungen, in die sich Nichtchristen nicht hineintrauen werden, weil sie erschüttert sind von dem, was dort an Gegenwart und Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes erlebbar ist. Die Taten der Apostelgeschichte werden bei weitem übertroffen werden. Deshalb meine Aufforderung an mein Volk: Macht euch bereit. Stellt euch mir zur Verfügung. Seid bereit, in etwas komplett Neues hineinzugehen und bewährte Dinge, die in der Vergangenheit funktioniert haben, hinter euch zu lassen. Seid bereit, im Übernatürlichen gebraucht zu werden. Seid bereit, den Preis zu bezahlen.
Ich werde einen Hunger und ein Verlangen nach den Dingen Gottes in diese Nation und die umliegenden Länder senden, die für euch extrem herausfordernd sein wird. Menschen werden kommen. Viele Menschen. Sie wollen Rechenschaft von dir. Sie wollen Lehre von dir. Sie wollen die Krafttaten Gottes durch dich erleben. Sie wollen, dass du sie in die Wege des Geistes führst. Bist du dazu bereit? Bist du dazu ausgerüstet? Das Leben wird sich dramatisch verändern. Mein Volk, eine schreckensbringende Herrlichkeit für das Reich der Finsternis. Mein Volk, bist du dabei? Die größte Stunde liegt vor dir. Es ist wirklich wahr. Gott hat mehr für uns.